So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Oh, der kriegt ganz schön auf die Fresse, Mann. Der macht's nimmer lang. Motherfucker. Komm, zeig dein Herz. Okay. Wir müssen, das ist wahrscheinlich so zeitgetriggert. Wir müssen das hier da reinstecken. Und dann müssen wir so eine Kerze holen und dieses Gestrüpp dort wegmachen. Aber man muss halt auch treffen, ne? Ja, fick dich ins Knie, du Bastard. Und mit der Zeit... Ach, scheiße, das beknackte Wasser, das darunter fließt. Deswegen geht das nicht. Deswegen geht das nicht. Wegen dem scheiß Wasser. Ich muss erst das Wasser wegkriegen, ey. Fickt euch ins Knie. I'm out of here. Willst du mich erarschen, Mann? Waffen werden stimmt zu, BD. Gute Leistung. Okay. Wahrscheinlich kriege ich das gar nicht da durch, ne? Ja. Scheiße. Das Wasser macht alles futsch. Hier kann ich es auch nicht durchbringen. Das Wasser muss weg. Das Wasser muss eindeutig weg. Oh Mann. Hä? Das Wasser muss raus, das Wasser muss raus. Wieso? Wieso geht es da hoch? Kann man das jemand mal sagen? Wieso kommt man da hoch? Ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Weisen. Das klappt wahrscheinlich auch nicht. Ja. Das Wasser macht alles futsch. Thank you.
keine Macht gehabt, Mann. Also durch dieses... Die Halterung ist die gleiche wie in dem anderen Grab. Gut gesehen. Alter. Ich seh's. Eine Kugel treibt diese Laterne an. Ah! Oh! Komm her! Oh! It's magic! Nee, so müsste das ungefähr gehen. Nein, nimm da ein paar rüber, ja? We made it. Habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Alles ist miteinander verbunden. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh. Oh. Hier können wir meditieren und chillen. Bis wir dann im Prinzip zurückwandern.
Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Sorry, Bro. Oh, ein Upgrade. Eine Suchdroiden-Steuereinheit. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich fände es auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Besser? Das ist ein cooler Droide. Hacke Suchdroide. Ihr habt ja neue Teile eigentlich für... Aber die sind eigentlich, die bringen nur was, wenn man es halt im Set hat, ne? Ja, ist ja gut. Nicht rumposen. Wir sollten die Mantis anfunken. Thriller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hörst du das? Hm? Oh. Ah, da sind wir hergekommen. Von einem Auslöschungstruppler erhalten. Map. Bin ich? Oh, das ist voll weit weg, ey. Ist da keine Abkürzung? Können die mich nicht einfach da abholen? Holt mich ab! Muss ich wieder durch die Basis marschieren, oder was? Wahrscheinlich am einfachsten durch die Basis zu marschieren. Oder dadurch? Oh. Tot? Nee. Oh. Oh. Ja, und los geht's. Ja, sehen wir es uns an. Ich hab das Gefühl, als hätte ich tagelang... Ziel gefunden! Das ist unmöglich. Abkürzung war das. Sehr schön. Hey, Bros! Fast schon amüsant, ne?
lassen! Ich bleib kurz zurück! Lass sie nicht entkommen! Immer drauf! Weiter Druck machen! Achtet auf die Winde! So, ich bin jetzt wieder draußen. Wie komme ich jetzt am blödsten wieder dahin zurück? Ich muss im Prinzip über diese Eiskacke hier rüber und dann wieder komplett durch dieses Dorf und... Oder? Runter. Diese Missgeburten-Drecksviecher! Oh, nochmal so eins. Was bist du für einer? Soll das ein Kampf werden? Du hast mich tatsächlich getroffen! Nur noch ein paar Treffer! Interessant. Kopfgeldjäger. Hey, Kumpel, wo steckst du? BD? Ich muss einen Weg hier rausfinden, wo immer hier ist. Oh, was haben wir hier? Mein Lichtschwert. Die Luft ist kalt, verbraucht. Wahrscheinlich tief unter der Erde. Ah, da ist was zum Interagieren. Oh, viel zu kurz. Hat etwas bewirkt. Scheiß Kopfgeldjäger. Die Tür ist auf.
Mal sehen, ob ich einen Weg hier rausfinde. Ein schönes Lichtschwert. Ich glaube, ich werde beobachtet. Das ist nicht gut. Ich würde mal sagen, es geht da lang. BD? BD1? Bist du das? Da bist du. Bist du okay? Ich hol dich da raus. Dafür brauche ich BD1. Hey, ist da dran jemand? Oh. Brauchst du Hilfe? Was? Das ist ein Ja? Sok Tomo? Stuta Karkina Donda! Donda! Okay. Ich glaube, dir geht's gut. Ich brauche eine Sekunde. Spinne. Ach, eine Schnecke mit Hörnern. Ah, das war ein Kopfgeldjäger, eindeutig. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein sollte, oder... Das wollte ich eigentlich nicht, aber ja. Tschüssi. Ich muss da irgendwie reinkommen. Kann ich da irgendwie runter oder so? Nein, scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Auf der falschen Seite natürlich. Hallo, stimmt ja. Da oben gibt's ja auch noch was. Ah,
Juhu. Hey. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Haltebolzen ab. Sie Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. So wird's gemacht. So, jetzt müssen wir da lang. Jetzt Strom. Was hat jetzt Strom? Ah, der Ausgang da hinten. Naja, da bin ich ja herausgekommen. Hier bin ich ja rausgeflohen. Ja, Gesundheit. Danke. Aha. Warum kann ich da rein? Ah, da bin ich doch. Ja, da bin ich doch rübergegangen. So. Ah, ja, hier, oder? Nein, du sollst. Was anschließen? Ach so. Oh. Ich will mein Lichtschwert wieder haben. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Sieht so aus, als müsste ich in der Arena jetzt kämpfen. Ich kenne diese Band. So, gut. Dann würde ich auch gerade mal an dieser Stelle sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, das wird dann richtig knifflig. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder schön am Start. Mit einem Punkt kann ich nicht mehr viel machen. Yo, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder da. Bis dahin. Haut rein, Leute. Tschaußen.